Also heute sind wir im Center Shop bei Greco und heute begleitet mich der Björn. Also, was ist auch durch den Kopf gegangen, wenn ihr gehört habt, dass ihr zurücktreten müsst, Center Shop? Also das war ein spezieller Tag. Das war ja ein Samstag, als ich auf dem Handling war. Und das sind da die ersten, wo so Botschaften kamen, ja, jetzt wird es fast nicht zugehen, etc. Der erste Moment habe ich gedacht, ups, jetzt ist ich habe das Telefon vom Tourismusbüro, was geheissen hat, was Gäste hantieren, die bei denen absagen, die bei denen absagen. Dann habe ich schon das erste Mal gedacht, das ist jetzt so ein Gräbelsalat, hey. Und dort in erster Linie hatte ich ein komisches Gefühl, wo ich nicht genau gewusst habe, wie sich das jetzt entwickelt. Ich habe zuerst gedacht, ja, jetzt mal abwarten, mal schauen, was da definitiv ist. Aber sobald es nachher geheißen hat, dass wirklich alles zu ist, ist mir schon immer so wohl. Und ich hatte schlussendlich die ganze Ende von der Saison gefehlt, dass wir die Wintersaison frühzeitig haben müssen abbrechen. Das war nicht mehr so lustig. Und was habt ihr im Center schon gemacht, dass ihr gleich noch etwas verkaufen könnt und so? Ja, es ist natürlich, in erster Linie ist einfach die Tür gewesen. Das heisst, wir hatten null Leute mehr gehabt. Also sämtliche Gäste sind einfach weggefallen. Wir haben nicht mehr viel machen können, aber es ist einfach abgerissen und abgereist. Und wir haben dann nachher probiert, ja gut, das erste, was ich gemacht habe, sämtliche Spielsachen oder so haben wir einfach direkt ins Schaufenster gerührt. Also alles, was immer im Schaufenster, also was im Geschäft ist, versucht möglichst ins Schaufenster einzuräumen, dass die Leute da schauen können, wenn sie das mal nicht mehr hängen, das könnten wir machen. Und dann gesehen, gut, ihr könnt telefonisch mit uns melden. Dann haben wir jedes Material zweckgemacht, dann haben wir Orte deponiert, weil die Leute nachher das hängen können, wir abholen und dann nachher die Rechnung können zahlen. Und ist das denn mit den Kunden gedacht? Ja, das ist natürlich. Das ist so ein Tropfen von heißen Stein. Die Leute haben schlussendlich schon nicht so viel sind im Dorf an Angst. Sie haben nicht gesehen, was im Schaufenster ist. Und dann, wenn wir das noch probieren können, wir haben gesehen, ja, es ist nicht so viel, was da geht oder das sympathisch sind. Und wir sehen, wir werden alles zusammen fotografieren von diesen Spielen. Dann nachher alles in einem Online-Speicher getan, was ich nicht kann, reingehen und klicken, was man vielleicht bleiben könnte. Ich habe jeden Aspekt probiert, ob das könnte, ob jetzt etwas verkauft werden. Die Kleinigkeit ist gegangen, aber ja, auch wieder. Im Moment war nicht so viel gewesen, und dann probiert man dann noch ein Rundmail zu machen, ja, Online-Marketing, das ist auch wieder okay, wie weit das ein bisschen so. Das ist auch wieder eine Kleinigkeit gegangen, aber schon so, ja, so das Probieren ist das gewesen. Also wenn es nochmal so weit käme, würde ich wieder etwas anderes machen? Ja, anders machen. Grundsätzlich sind wir schon ein Geschäft, das im Dorf ist, das das Material hier verkaufen. Was wir sicher schauen, so mit dem Online-mässig oder den Shop, den wir haben, muss man ausbauen, ob es da Möglichkeiten gibt. Also, aber auch immer zu den ganz grossen Shop-Anbietern sind wir nachher auch immer, ja, das muss ich meiden. Danke vielmals für das Interview. Sehr gerne.